Herr Präsident, Herr Burkhardt hat gefragt, warum das Landeslabor Berlin-Brandenburg nicht erfasst worden ist. Das möchte ich ganz einfach erklären, weil auf der Grundlage des Errichtungsgesetzes dem Landesrecht des Landes Berlin unterliegt und demzufolge nicht in der Hoheit der brandenburgischen Landesregierung liegt. Sie haben gefragt, warum es nicht dabei ist. Das habe ich Ihnen jetzt erklärt. Wenn Sie das nicht zur Kenntnis nehmen wollen, ist das Ihre Angelegenheit. Zweitens, Herr Vogel hat so schön gesagt, es reicht ihm nicht. Das ist in der Politik so. Wissen Sie, wie oft mir Ihre Redebeiträge inhaltlich nicht reichen? Oder Ihre Reden vor Medien, die dann irgendwelche Schlagwörter erfinden, wo jeder Inhalt fehlt? Das ist so. Das ist so. Ich glaube, wir haben was Vernünftiges gemacht. Ich wiederhole das. Das Land Brandenburg waren die Ersten, die überhaupt einen Governance Code eingeführt haben. Wir haben ihn jetzt für Stiftungen, also für Anstellungen öffentlichen Rechts und für Stiftungen sind ja auch öffentlichen Rechts, erweitert. Wir haben keinen Zwang gemacht. Das verwundert mich dann an der CDU ja auch. Das hat Herr Görke ja schon darauf hingewiesen. Wir sagen, das wird passieren, weil sozusagen der gesellschaftliche Druck auch da ist. Und wenn die Gesellschafter das auch wollen, dann ist das so. Dann muss man das nicht per Gesetz machen. Und ich glaube, das ist der richtige Weg. Und die dritte oder vierte Bemerkung, ja, wir haben mutwillig und bewusst gesagt, wir machen das immer dann, wenn wir Neueinstellungen oder Verlängerungen der alten Verträge haben. Weil wir glauben, dass die Beschäftigten auch ein Recht darauf haben, dass wenn sie einen Vertrag haben, wo das nicht drinsteht, dass sie dem zustimmen müssen, zumindest solange dieser Vertrag läuft, darauf vertrauen können. Und dann können sie entscheiden. Unterschreiben Sie, dass veröffentlicht wird, oder unterschreiben Sie nicht. Und wenn Sie nicht unterschreiben, kriegen Sie keine Verlängerung. So einfach ist es. Ich glaube, das ist ein richtiges, ein rechtsstaatliches Verfahren.